Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich willkommen zu Trek Nerds, der Star Trek Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und wie immer mit dabei Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Alle 14 Tage besprechen wir zwei Folgen von Star Trek Picard und heute wollen wir die Folgen 3 und 4 besprechen. Bevor wir aber damit anfangen, Michael, bist du gut von unserer Show zurückgekommen? Ja, ich bin ja pünktlich gegangen und hatte dementsprechend keinen Kater am Ende. Von daher, war's bei euch denn noch lange? Also wir waren gegen 2:30 zu Hause. Mhm. Es ging also recht lange. Wir hatten ja auch noch eine halbe, dreiviertel Stunde Autofahrt. Aber es war wirklich sehr schön. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wie hat's dir denn gefallen? Ich fand's großartig. Es war mal eine ganz andere Atmosphäre. Ich meine, wir kennen das so ein bisschen ja schon von den Cons, auf denen wir sind, das Live-Feeling. Aber einen eigenen Abend mal auszurichten, das ganze Rahmenprogramm und dann wirklich eigene Panels drin zu haben mit der eigenen Zeit, das ist schon was ganz Besonderes gewesen. Und es mag vielleicht am Publikum gelegen haben, weil wir haben natürlich mehr oder weniger handgewählte Leute da drin sitzen gehabt, dadurch, dass wir halt 50 zahlende Gäste und 20 Special Guests hatten, war das alles im Rahmen. Aber der Vibe an diesem Abend war schon ganz cool. Allerdings muss ich ganz ehrlich auch sagen, ich glaube, wir haben für einen Testlauf sehr viel richtig gemacht. Nicht alles, weiß Gott nicht. Gibt einige Dinge, wo wir nochmal dran arbeiten müssen. Aber ich bin der Meinung, für ein erstes Mal, für eine Location, die zwar ganz fantastisch war, aber leider doch etwas ab vom Schuss, glaube ich, haben wir also wirklich geliefert, wie man im Fernsehjargon so sagt, haben wir abgeliefert. Um es mit Stargate zu sagen, wir sind hier bei Star Trek, aber egal, Stargate indeed. Deswegen tun mir alle leid, die keine Karte mehr bekommen haben. Ich war auch, oder du ja auch, wir alle Nerdizisten waren überrascht, dass innerhalb von 14 Tagen die 50 Karten weg waren. Wir hatten 70 Plätze, 20 waren natürlich reserviert für Gäste, Freunde und Familie. Und ich glaube, beim nächsten Mal müssen wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen anbauen. Ich bin ganz stark dafür, ein nächstes Mal zu machen. Ich hoffe, du auch. Auf jeden Fall. Definitiv. Wie die Show ganz konkret abgelaufen ist, das könnt ihr in den nächsten Wochen erfahren, wenn wir die erste und die zweite Hälfte unserer Nerdizismus-Show dann auch als Podcast veröffentlichen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da sind ganz tolle Stimmen dabei, nämlich unsere Mädels von Hipster Fangirl Fashion. Da ist der WhoCast dabei, Trek am Dienstag, Discovery Panel, Data sein Hals und noch einige mehr. Das macht wirklich Spaß reinzuhören. Und vor allem, der Michael und ich haben gegeneinander gequizt und das war ja schon fast eine epische Battle. Definitiv. Und es hat mich auch sogar fast überrascht, wer gewonnen hat. Besonders wegen dem Thema, was am meisten gewählt wurde. Ja, das war zum Beispiel so ein kleiner Punkt, den man beim nächsten Mal verbessern kann. Gut, heute seid ihr aber hier bei Trek Nerds, beim Meinungsstarken oder wie ich ihn allerdings immer sage, beim anderen Ende des Meinungsspektrums über Star Trek Picard. Und bevor wir einsteigen, für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind, die uns vielleicht über den Buzz, den die Show kreiert hat, überhaupt von uns erfahren haben, Michael, was kann man denn wo von uns noch hören? Ja, eigentlich sind wir nämlich Nerdizismus, der Podcast für Filme, Serien und Cosplay und ihr findet uns auf nerdizismus.de. Da haben wir auch schon ein paar neue Bilder drin, das ist ganz nett. Da findet ihr alles, was ihr braucht von unserem Spotify-Account, iTunes-Link, Google Podcast, unsere ganze Social-Media-Regel von Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ihr könnt uns neuerdings auch auf WhatsApp und Telegram schreiben. Dazu schreibt ihr einfach an die Telefonnummer 01525 964 7709. Und wenn das jetzt alles viel zu schnell ging, einfach auf nerdizismus.de gehen. Da könnt ihr nämlich die Buttons dafür finden. Und wenn ihr nachfragen wollt, wie denn die Nummer war, schreibt uns doch einfach an info@nerdizismus.de. Bei Twitter ist die Nummer auch als Post oben angeheftet. Und natürlich kann man uns auch eine Sprachnachricht schicken. Da freuen wir uns auch. Wenn ihr nicht möchtet, dass wir diese Sprachnachricht vielleicht veröffentlichen, dann sagt das einfach kurz dazu. Dann treten wir einfach so mit euch in Kontakt und werden dann
einfach nur mit euch so chatten. Wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen. Ein paar davon möchte ich vorlesen. Und wir beginnen mal mit einer WhatsApp, die uns erreicht hat. Die kommt von der Sabrina, die schreibt: Huhu, höre gerade euren PK-Podcast und wie immer gefällt mir die Sendung sehr gut. Also ich bin kein Übertrekkie, ich habe zwar alles gesehen, TNG bestimmt schon 4-mal, weil ich PK liebe, Voyager circa 2,5-mal und vor kurzem zum ersten Mal DS9. Mochte ich anfangs gar nicht, aber vor allem, weil ihr so oft davon geschwärmt habt, im Disco-Podcast habe ich es mir dann mal durchgezogen und es war tatsächlich ziemlich gut. Bliblablub. Ich sehe gerade zum zweiten Mal Discovery, weil ich es einfach klasse finde und im Allgemeinen bin ich viel weniger kritischer als ihr, was aber nicht schlimm ist. Kurz mal von mir. Also du sagst, du bist kein Übertrekkie, liebe Sabrina, und hast eigentlich jede Serie schon öfters gesehen als ich. Also von daher Respekt, ja. Also dann bin ich ja nicht mal ein Halbtrekkie. Von daher, alles gut. Der Chris erinnert sich nur an alles, weil das in seiner Jugend war. Und von der Jugend erinnert man sich an sehr viel. Ja, von Nächte, nein, tagelang, Nachmittage im Sat.1-Fernsehen einfach. Sie schreibt weiter: Ich höre euch bei eurer Kritik und bei euren Theorien gerne zu, aber jetzt kommt's, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt im PK-Podcast mehrere Male das Wort zumindestens vernommen und das gibt's doch gar nicht. Zumindest oder mindestens, aber nicht zumindestens. Don't hate me, aber ich mag euren Podcast sehr, bin aber auch großer Liebhaber der korrekten deutschen Sprache. Viele Trekkie-Grüße, Sabrina. Ich weiß nicht, bist du das? Bin ich das? Ich habe keine Ahnung. Wir reden einfach so viel, dass zumindest ich nicht weiß, wer das war. Keine Ahnung. Müssen wir noch mal reinhören in unsere eigenen Podcasts. Wir werden in Zukunft, liebe Sabrina, etwas drauf achten. Dann haben wir ein Feedback bekommen, das hat uns über Telegram erreicht. Da schreibt uns die Kryptotante aka Steffi, dass sie sich bei einigen Dingen auch etwas gewundert hat, zum Beispiel, dass Picard Tee mit Milch trinkt und auch noch entkoffeiniert und so weiter und so weiter. Und sie hat mir einen Floh ins Ohr gesetzt, den ich dann auf Twitter gleich mal in eine weitere Theorie gesponnen habe. Sie hat nämlich gesagt, zu meiner Theorie, entweder ist Picard in weiser Voraussicht von Data als Android geschaffen worden oder Picard ist ein Klon und weiß in beiden Fällen auch nichts von seinem Glück. Wir haben bei Telegram herzlich drüber gelacht, aber ich hatte ja, ich glaube, das hatte ich im letzten Podcast noch gar nicht gesagt, sondern nur auf Twitter geschrieben. Die Parallelen in Folgen 1 und 2 zu Blade Runner sind schon sehr offensichtlich, sodass eigentlich, wenn man sich mal die Handlung ganz kurz zusammenfasst, nämlich im Blade Runner Style, Replikanten revoltieren im All gegen ihre Erbauer, daraufhin werden sie verboten und gejagt. Eine junge Frau wendet sich hilfesuchend an einen alten Mann, welcher ihr offenbart, dass sie auch ein Replikant ist. Beide müssen fliehen. Picard ist ein Replikant. Also soweit die Parallelen zu Blade Runner und dieser eine, ja, was ist das eigentlich, diese eine Telegram-Nachricht, hat mir dann eben so gedacht, oh mein Gott, vielleicht finden die in den Eingeweiden des Borg-Cubes dann Locutus oder so und der war nie weg oder irgendwie sowas. Also ja, Theorien springen wirklich ganz schön ins Kraut hier bei dieser Serie. Und als letztes noch einen Kommentar, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Den lassen wir einfach auch mal so stehen und auf euch wirken. Denn Q hat uns geschrieben: Der sarkastische Gesprächspartner ist nervig, respektlos, schlecht vorbereitet, wirkt normal klug und besitzt offenbar eine sehr geringe Allgemeinbildung. Reflexionsfähigkeit gleich null. Traurig, dass er nur auf der Handlungsebene Serie hängen bleibt. Das ist keine qualifizierte Analyse. Peinlich. Der andere Gesprächspartner ist wesentlich differenzierter in seiner Bewertung, deutlich besser vorbereitet und auch im Sprachstil anständiger. Das gefällt mir als Star Trek-Fan sehr. Nun, dann freut es uns, Q, dass einfach für beide was dabei ist, für den Star Trek-Fan in dir und auch für den Hater bei uns. Hoffe, du hörst trotzdem noch weiter zu. Wir mussten uns ehrlich gesagt fragen, wen du meinst.
Keine Ahnung. Egal. Ja, das soweit der Vorrede. Eine Sache habe ich noch einfach mal so ein bisschen aus dem Fandom getratscht und geplaudert, weil ich es dann doch sehr lustig fand. Vielleicht kennt der ein oder andere auf YouTube 2 oder 3 oder 4 YouTuber, logischerweise auf YouTube. Haha. Doomcock heißt der eine, DVD Overlord ist sein Channel-Name. Dann gibt es noch Midnight's Edge, Nerdrotic und so weiter. Und das sind Kanäle, die, ich sag mal, die Gerüchteküche immer sehr gerne befeuern. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht, aber sie haben immer für sich in Anspruch genommen, dass sie Insiderquellen haben, die ihnen das alles erzählen. Und die Jungs sind ziemlich hops genommen worden von ein paar Usern auf 4chan. Dort hat man nämlich Gerüchte gestreut, dass zum Beispiel Star Trek Discovery nach der 3. Staffel gar nicht verlängert wird, dass Picard nur noch eine Staffel kriegt, dass alle anderen Serien auf Eis gelegt wurden und sind sogar so weit gegangen, dass Seth MacFarlane von CBS kontaktiert wurde, ob er nicht da bei Star Trek einsteigen will und die ganze Scheiße rettet. Denn Oberknaller war dann noch ein Gerücht, dass Alex Kurtzman, als er von den Videos dieser Gerüchte, Klüngel, Klone, Bande, wie auch immer ihr es nennen wollt, auf YouTube gehört habt, so sauer geworden ist, dass er sogar einen Fernseher zertrümmert hat, beziehungsweise auf einen Fernseher geschlagen hat und dass sowieso der komplette Writers Room eigentlich schon neue Jobs sucht, beziehungsweise auf der Flucht ist und alle fast geschlossen bei The Orville anheuern. Nun, das stand also bei 4chan. Und die üblichen Verdächtigen haben das auch sofort aufgegriffen, haben locker 2, 3, 4 Videos pro Channel rausgehauen und damit sich gebrüstet, was sie wieder Dolles haben. Und dabei war es so einfach gewesen, das Ganze zu entlarven, denn die Anfangsbuchstaben der ersten Gerüchtemeldung auf 4chan wären zusammen gewesen, it's a fake. Und die Anfangsbuchstaben der zweiten Gerüchtesammlung wären gewesen, you've been trolled. Also die besten Secret, die besten Quellen ist natürlich immer 4chan. Also das weiß man ganz klar, dass im Internet man auf 4chan bei allen vertrauen kann. Ja, vor allem auf 4chan. Und wer 4chan nicht vertraut, der geht auf 8chan. Da wird es dann richtig klasse. Ja, also so viel dazu. Wir verpacken ja ab und zu auch mal ein paar Gerüchte hier in der Folge. Ich hoffe, dass wir nicht jetzt auf eins von diesen albernen Sachen reingefallen sind. Wir versuchen das vorher immer möglichst zumindest zu verifizieren. Aber man muss auf Basis von dieser Geschichte einfach sagen, selbst wenn man dann mehrere Quellen hat, es stellt sich halt raus, dass sie schlicht und ergreifend alle nur aus der gleichen Quelle gefüttert wurden. Und wenn die halt falsch ist, dann wird das halt einfach nichts. Ja, dass man was geheim halten kann, das hat uns in den letzten Monaten eigentlich die Doctor Who-Serienwelt gezeigt. Weil da haben die ein paar Bomben platzen lassen, die mit denen wirklich keiner gerechnet hat. Noch nicht mal gab es irgendwelche Gerüchte dazu im Internet. Und das wäre mal was Schöne, wenn die Star Trek-Macher sich eine Scheibe von dem Kuchen abgeschnitten hätten und es wirklich hinbekommen, etwas geheim zu halten. Also vielleicht erwarten uns ja hier auch ein paar Bomben. Also die Hoffnung stirbt ja zuletzt, was das angeht. Ich würde mich darüber freuen. Das jetzt nur mal so zu dem Gerüchtethema. Bisher schaffen sie es leider nicht mal innerhalb einer Folge irgendwelche Bomben platzen zu lassen. Aber gut. Beginnen wir mit meinem Recap. Folge 3. The end is the beginning. Das Ende ist der Anfang. 14 Jahre früher. Ein leicht digital gedeagter Picard kommt aus einem Meeting mit den Oberen der Sternflotte. Warum man dem Zuschauer das Meeting vorenthält und man stattdessen nur eine fade Zusammenfassung gibt, bleibt an dieser Stelle wohl das Geheimnis der Autoren. Vielleicht liegt es einfach nur an den schlecht sitzenden Uniformen, dass Picard so trübe dreinschaut. So oder so gilt mal wieder, wie so oft, Show, don't tell. Also muss Raffi als Expositionskrücke der heutigen Folge herhalten. Die war, ist so genau, weiß man das nicht. Erster Offizier an Bord eines Schiffes, bei dem auch Picard in der Befehlskette war. Dort diente sie unter Picard und darf diesen nun JL nennen.
Wir erfahren, dass das Meeting gar nicht gut lief. Als Folge des Androidenaufstands wird die Evakuierung von Romulus gestoppt und alle künstlichen Lebensformen in der Föderation bis auf Weiteres verboten. Raffi schlussfolgert, das Ganze würde ja geradezu nach Talchia stinken. Da JL diese Entscheidung nicht mittragen kann, reicht er seinen Rücktritt ein, der auch prompt angenommen wurde. Picard ist am Ende und raus aus dem Spiel und Raffi wird entlassen. Das macht zwar an dieser Stelle militärisch und hierarchisch überhaupt keinen Sinn, aber Vorspann. 14 Jahre später an der beliebtesten Filmkulisse Hollywoods. Eine ziemlich angepisste, verarmte und vapende, drogenabhängige Raffi hält JL erstmal eine Standpauke über sein Bonzenleben und lehnt es beleidigt ab, ihm zu helfen. Da der Zuschauer aus dem Trailer schon weiß, dass Raffi ohnehin Teil der Crew wird, ist ihr Zögern in etwa so spannend, wie einer Stange Spargel im Dunkel beim Wachsen zuzuschauen. Schlussendlich ist sie dabei und hat passenderweise mit Captain Chris Wolverine Reyes auch noch einen Piloten samt Schiff an der Hand. Dieser lebt ebenfalls einsam und verbittert zurückgezogen mit seinem leicht schwuppigen MHN auf seinem Schiff. Picard heuert ihn an und gemeinsam macht man sich auf, Bruce Maddox zu suchen, welchen Ruffy auf einem wahrscheinlich von Amazon erschaffenen Planeten namens Freecloud gefunden haben will. Derweil auf dem Borg-Cube. Der Leiter der Rückgewinnungseinrichtung, Yu, der irgendwie aussieht wie Kyle MacLachlan mit Dreck im Gesicht, unterhält sich mit Sochi, welche sich mit einer Romulanerin namens Ramda unterhalten möchte. Diese gilt als Expertin für romulanische Mythologie und wurde als eine der wenigen Romulaner von den Borg assimiliert. Hugh gewährt ihr diese Bitte. Leider ist Ramdas Hirn im Zuge der Rückgewinnung geschädigt geworden und daher eher wie eine verwirrte Hexe zu betrachten. In bester Astro-TV-Manier legt sie Sochi die Karten und erkennt in ihr auf einmal Gozer, den Zerstörer. Die künstliche Lebensform, die das Ende der Romulaner sein wird. Weiterhin erfahren wir, dass das Assimilieren der Romulaner den Borg gar nicht gut bekommen ist. Die Submatrix kollabiert und der Kubus wurde vom Kollektiv getrennt. Im Daystrom-Institut in Okinawa erhält Dr. Jurati Besuch von Spectre Commander O, welche stilsicher eine Sonnenbrille trägt. Diese möchte von ihr mehr über ihre Besuche bei Picard wissen. Apropos Picard, dieser hat es derweil nicht wirklich eilig und kehrt erstmal in seine Bonzenburg zurück. Dort wird man unvermittelt vom Romulans MC angegriffen. Da auch diese Attentäter alles aber nicht gut sind, machen die beiden Ex-Talchia-Hausangestellten und der alte Zausel kurzen Prozess. Mit Hilfe der ganz zufällig auftauchenden Dr. Jurati gelingt es ihnen dieses Mal, einen der Romulaner tatsächlich gefangen zu nehmen. Da die Lernkurve aller Beteiligten allerdings eher horizontal ist, denkt mal wieder keiner an die Giftkapsel und so bekommt man auch dieses Mal nicht viel heraus. Auf dem Borg-Cube spricht eine verstörte Sochi mit ihrer Fake-Mutter. Und wie das beim Telefonat mit Mutti so ist, schläft man nebenbei auch gerne mal ein. Als sie aufwacht, steht Fake-Spock da und hilft dem Zuschauer bei der Exposition und spielt weiterhin sein doppeltes Liebesspiel mit Sochi, schwer zum Missfallen seiner Spectre-Schwester. Zurück an Bord der, wie auch immer das Schiff heißt, darf JL ziemlich cheesy Engage sagen und nicht nur Raffi verdreht dabei die Augen. Star Trek-Fanfare, es geht los. Folge 4, Absolute Candor, unbedingte Offenheit. Wir springen mal wieder 14 Jahre zurück, diesmal in ein romulanisches Umsiedlungszentrum auf dem Planeten Vashti. JL, als Belloc verkleidet, erscheint und erkundigt sich nach dem Rechten. Besonders interessiert er sich für einen weisen Jungen namens Elnor, der von einer Amazonensekte aufgezogen wird. Gerade als man gemeinsam eine Szene aus den drei Musketieren nachspielt, ereilt JL der Anruf mit den News vom Mars. Überhastet muss er aufbrechen, verspricht aber mit Hilfsmitteln der Föderation zurückzukommen. Vorspann. 8 Schauspieler und 18 Producer später. An Bord des
immer noch namenloses Schiffes spricht Dr. Jurati aus, was man als Zuschauer auch langsam denkt. Der Weltraum ist echt super langweilig. Dazu offenbart die gute Doktorin oder der Drehbuchschreiber erhebliche Mängel in Sachen Allgemeinbildung. 3 Milliarden Sterne in der Milchstraße, da fehlen mal locker noch knapp 2 Nullen. Aus Kostengründen beschließt man, alle Erklärungsgespräche ab sofort ins Holodeck zu verlagern. Da kann man nämlich die Kulisse vom Chateau Picard einfach wiederverwenden. Im Wohnzimmer des Holo-Chateaus findet dann auch gleich mal eine circa 6-minütige Krisensitzung statt, auf der JL einräumt, dass er einen Umweg über Vashti machen möchte. Ruffy und Reyes sind nicht gerade begeistert, ist die Gegend doch voller Warlords und von denen hat sogar einer einen alten Toss Bird of Prey. Grund für den Umweg, JL möchte eine Amazone, die keine Amazonen sind, anheuern. Die Sache hat nur einen Haken, die Damen müssen sich der Sache freiwillig anschließen und sie sagen immer die absolut ungefilterte Wahrheit. Auf Vashti angekommen, muss JL feststellen, dass er nicht sonderlich willkommen ist. Immerhin, er trifft Elnor wieder. Der cosplayt gerne Legolas, ist aber immer noch sickig auf JL, da es auf Vashti wahrscheinlich immer noch kein Wasserstoffperoxid zum Blondieren gibt. Da JL aber den jungen Recken braucht, zettelt er wahrscheinlich deswegen, ansonsten war es ziemlich dämlich, einen Streit im Dorf an und wird von Elnor gerettet. Dass dabei ein älterer Senator beiläufig enthauptet wird, bucht man als nach einer kleinen Rüge als Kollateralschaden ab. Wo gehobelt wird, da rollen halt auch mal Köpfe. Auf dem Borg-Cube schaut sich Sochi derweil alte Romulus X-Dokus mit Romna an. Dort lernt sie, dass der Tag des jüngsten Gerichts auf Romulus Gamadan heißt. Der Tag kommt, wenn alle Dämonen ihre Fesseln abschützen und dem Ruf von Gozer, dem Gozerianer, den Reisenden hören. Völlig verwirrt ist Datas Tochter, als Fakespock auftaucht und behauptet ebenfalls etwas über Romda und das Ende der Welt zu wissen. Und ganz allmählich verliebt man sich ineinander. Oder doch nicht. Die ganze Liebelei gefällt der Spectre-Schwester, die jetzt inzwischen eher wie Cersei und Jaime daherkommen, allerdings gar nicht und sie drängt ihren Bruder mal etwas mehr hinzumachen. Im Orbit um Vashti wird das Wolverine-Schiff von dem alten Bird of Prey angegriffen und muss dann schließlich von einem kleinen Schiff, das etwas an einen Delta-Flyer erinnert, gerettet werden. Das kleine Shuttle explodiert, der Pilot kann gerettet werden und es ist wenig überraschend, weil es im Vorspann schon steht, 7 of 9. The End. Also ich höre aus deiner Zusammenfassung einige Skepsis heraus. Haben die kein Geld mehr oder was ist da los? Also das, es gibt ja auch von dieser Mars-Attacks-Geschichte gibt es ja auch nur 3 Einstellungen und die werden seit dem Trailer durchgenudelt. Da gibt es nicht mehr. Haben die keine Kohle mehr? Ist denen nach 2 Folgen das Geld ausgegangen? Ich weiß es nicht. Abgesehen davon, dass als Picard im Holodeck sagt, dass das Programm angehalten werden sollte, die Vögel zwar in der Luft einfrieren, der Kamin aber weiter prasselt. Aber das nur mal am Rande. Da will ich ja gar nicht nitpicky sein. Ja, aber lass uns doch vielleicht mal die wichtigen Sachen zuerst durchgehen. Ja, JL. Oh ja, JL. Ich habe es bewusst auch jetzt ganz bewusst immer gesagt, JL, damit einmal, ich sag nochmal bewusst wird, das habe ich hier bewusst in einem Satz gesagt. Ich weiß, das ist in den Comics etabliert worden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nee. Als ich das erste Mal wirklich live dann gehört habe, hat es mich schon geschüttelt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also die Comics sind ein Prelude zu der Serie, richtig? Ja, diese Countdown-Comics, da wird Ruffy vorgestellt, da wird die Rettungsaktion vorgestellt, da lernt man auch die beiden Hausangestellten kennen und so weiter und so weiter. Finde ich ehrlich gesagt etwas kritisch, dass man das Thema so in den Comics, in der Literatur vorweggreift und nicht in der Serie an sich behandelt, weil die Nebenmedien, die lesen oder sehen vielleicht nicht alle. Wir haben hier eine Serie, die in einem Streaming-Kanal läuft, in Amerika auf CBS All Access. Alle, die es schauen,
Also ich behaupte mal, 95% der Leute, die das schauen, die haben das alles nicht gelesen. Und deshalb wichtige Informationen in einem Nebenmedium zu bringen, wie es oft auch in so Marvel-Comics oder DC-Comics gemacht wird, finde ich ehrlich gesagt etwas kritisch. Darüber hinaus, JL, ja, also ich könnte es verstehen, warum ein Charakter jetzt die Anerkennung von Picard bekommt, dass er JL genannt werden darf. Ob es jetzt mit dem Alter zusammenhängt, dass er sich nicht mehr groß wehrt, oder ob es andere Gründe hat, weiß ich nicht. Aber so eine, sagen wir mal, eher tiefgreifende Änderung mit reinzubringen oder eine tiefgreifende Tatsache, weil Picard hätte das ja ganz sicher damals nie in irgendeiner Art so zugelassen, JL genannt zu werden oder wenigstens eine Abkürzung mit reinzubekommen. War das nicht auch in All Good Things am Ende, wo Riker den neuen Number One, sagt, Picard wäre könnte man gerne persönlich ansprechen und so. Und da wird ja nochmal untermauert, wie Picard eigentlich wirklich drauf ist, was er nicht möchte. Und das jetzt einfach so in einem Nebensatz abzuhandeln oder in einem Nebenmedium, das finde ich eher das Kritische dabei. Ja, dem habe ich an der Stelle gar nichts mehr hinzuzufügen. Es ist, ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung, es ist ja, wird ja. Ich finde es nicht unbedingt verkehrt, sagen wir mal so. Ich finde es nicht aber verkehrt. Aber musste es dann JL machen, sein? Boah, ich meine, wenn die. Hey, Bro. Einerseits zeigt das ja eine gewisse Vertrautheit, die da eingekehrt ist. Es zeigt auch, wie sich Picard weiterentwickelt hat in den Zwischenjahren und so weiter und so fort. Aber dass wir hier, wie gesagt, keinen Hintergrund dafür bekommen, finde ich viel schlimmer als dieses JL an sich. Ja, das, also es reißt mich halt einfach tierisch raus. Und ich, die Serie kommt für mich auch ehrlich gesagt nicht zum Punkt. Und dann werde ich halt dann leider doch wieder ein bisschen zum Nitpicking-Nerd. Das muss ich halt dann an der Stelle leider dann auch sagen. Bei allem Spaß, den ich grundsätzlich irgendwie dabei habe, und das weiß Gott nicht, mein Hirn so völlig beleidigt, wie jetzt Discovery das getan hat, muss ich sagen, ja, habe ich so mein Problem. Und ich hatte gerade mit diesen zwei Folgen wirklich massive Probleme. Und die Sonnenbrille ist davon eigentlich ehrlich gesagt noch so das Kleinste. Sondern womit ich wirklich auch echt ein Problem habe, ist mit der ganzen Raucherei. Stimmt, ist mir auch aufgefallen. Es werden viele Dinge gemacht, die im 24. Jahrhundert normalerweise nicht gemacht wurden damals. Ich meine, du hast mir ja einen Link geschickt, in dem es ein Interview gibt, wo Michael Chabon. Es ist kein Interview, ist kein Interview, er äußert sich auf Instagram. Achso, das war Instagram. Instagram-Frage. Ja, okay, seine Antworten auf Instagram zu den deutlich kritischen Fragen, die die Fans stellen, zum Beispiel das Thema Sonnenbrille oder warum da geflucht wird und geraucht wird. Und eine seiner Antworten dazu war einfach, falls ich mich gerade richtig erinnere, dass in den 90ern einfach alles nicht gezeigt worden ist und wir ja damals sowieso eine perfekte Welt im Fernsehen dargestellt haben, die wir jetzt durchbrechen können. Kann ich jetzt ehrlich gesagt mit leben, weil wir jetzt in einem stark veränderten Umfeld sind und auch mehr JJ Lens Flares haben als alles andere. Ja, also er sagt ja dann auch, das wäre jetzt ja eine orionische Pfeife, die irgendwie Huxel oder irgendwie sowas heißt, aber ganz ehrlich, Gene Roddenberry hat sich immer dagegen gewehrt, dass im Umfeld von Star Trek Tabakwerbung lief. Und immer wenn geraucht wurde bei Star Trek, dann war das immer mit einer negativen Konnotation. Also Picard hat mal in dem Dixon Hill Programm da eine geraucht und kräftig vor sich hingehustet. Und dann die legendäre DS9-Folge, wo die Ferengi ja die für Roswell verantwortlich sind und so weiter und so weiter. Und es ist ja, weißt du, wenn sie mal vaped, ja, und sich da so eine Pflanze rein, da hätte ich sogar noch halbwegs. Aber als dann Wolverine Reyes eine Zigarre im Mund hatte, ah, nee, come on, Freunde, echt jetzt.
Also das ist halt einfach so, das war halt auch zusammen mit dem Metallsplitter in der Schulter, war das halt auch so Wolverine in your face, ja, so für die ganz Doofen. Das war schon ein bisschen over the top, das hat mich auch ein klein wenig gestört bei der Einführung in den Charakter. Allerdings muss ich jetzt zu dem Thema Rauchen sagen, was mir jetzt wieder auffällt und was vielleicht auch eher negativ in der amerikanischen Serienlandschaft vielleicht aktuell zu bewerten ist. Wir haben es in total vielen Serien zurzeit, dass Rauchen wieder als coole Außerseitentätigkeit dargestellt wird. Und das finde ich das Kritische daran. Also, wir hatten letztens auf WhatsApp mal darüber diskutiert, wo hatten wir es überall. Wir hatten es in Preacher, mir fallen jetzt die ganzen anderen Sachen nicht ein, aber irgendwie jede zweite gefühlte Serie, die irgendwie ein bisschen gritty ist und ein wenig die Underdogs zeigt, da muss derjenige rauchen. Und in einer Zeit, wo das eigentlich in der Öffentlichkeit ziemlich verpönt ist, finde ich schon überraschend, dass das im Medium Fernsehen wieder als Coolness-Faktor eingebracht wird. Ja, da bin ich bei dir. Es ist aber auch inzwischen in deutschen Serien auch angekommen. Also Babylon Berlin, gut, das spielt jetzt in den 20ern, aber trotzdem, da hat jeder im Grunde genommen in jeder Szene eine Zigarette in der Hand. Jeder in jeder Szene. Mhm. Also zumindest von den Hauptcharakteren. Männlein wie Weiblein, scheißegal. Die qualmen sich ein. Und ich bin ja selber Gelegenheits- und Suffraucher. Also ich soll jetzt hier keine Anti-Raucher oder sonst irgendwas sein. Aber die Menschheit hat sich doch ein bisschen evolved. Also wir werden das verlinken, diese Antworten von Michael Chabon. Ganz ehrlich, viele von denen sind halt einfach schlicht und ergreifend deal with it and get over it. Okay, und die Nummer mit der Sonnenbrille bei den Vulkaniern, wenn es denn eine Vulkanierin ist, vielleicht ist das ja auch schon der Dead Giveaway, dass sie halt eben keine Vulkanierin ist, aber bei den Autoren, die halt auch mal eben 3 Milliarden Sterne in unsere Milchstraße packen statt 200 Milliarden, den kaufe ich halt manche Dinge halt auch einfach nicht mehr so ab, dass das halt dann irgendwie Absicht war. Ja, ich weiß nicht, manchmal hat man schon das Gefühl, die sollten vielleicht ein gewisses Lexikon mal lesen oder gewisse wissenschaftliche Berichte einmal durchlesen oder wenigstens so da einarbeiten, wie es früher gefühlt war in Star Trek Serien. Allerdings ist da mein Einwurf auch, dass es damals, gehen wir einfach nur von Q oder anderen Sachen im Star Trek Universum aus, die durchaus überwissenschaftlich sind und mit sehr fantastischen Elementen gespielt haben. Da sehe ich jetzt, hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, nicht so ein großes Problem bei. Alles gut, da habe ich jetzt auch kein Problem. Es ist einfach nur so, wenn ich halt so eine Zahl raushaue, hätte ich sie vorher zumindest halbwegs mal gegoogelt. Also, und man muss einfach nur mal kurz googeln, how many planets in Milky Way oder stars in Milky Way. Und dann, es gibt keine definitive Zahl, ja. Auch die Wissenschaft heute hat noch keine Zahl, aber es sind halt einfach mal locker das Hundertfache von 3 Milliarden. Aber okay, gut. Ist dir dazu aufgefallen, wo die ganzen Szenen mit Raffi auf der Erde gespielt haben? Ja, das hatte ich ja in meinem Recap auch gesagt, in der beliebtesten Kulisse Hollywoods, bei den Vasquez Hills, nee, Vasquez Rocks heißen die, ne? Diesmal wird es ja sogar gesagt. Ja, da hatten wir zum Star Trek-Universum ja beispielsweise den bekannten Gorn-Fight von Kirk mit dem Gorn. Ja, wir sind schon zum 13. Mal dort, habe ich gelesen. Innerhalb von Star Trek und die ganzen anderen Filme gar nicht mitgezählt. Das ist eine sehr beliebte Kulisse. Erste Mal auf der Erde. Dass es offiziell auch die Erde sein soll. Genau. Ja, wir ja beim Geld. Ja. Apropos Geld. Die zweite Sache, die ich auch, wo ich mit dir drüber sprechen muss, ist, Ruffy ist arm und Picard ist ein Bonze. Ich denke, es gibt kein Geld mehr und keine Armut und keine Krankheiten und überhaupt und bla. Wird doch immer allenthalben propagiert. Oder war das auch nur
die Traumwelt, auf der man auf der Galaxy Class lebt, und die Realität sieht anders aus. Ich meine, dass Picard in Anführungszeichen ein bisschen privilegierteres Leben hat, klar, als Erbe eines Chateaus, wobei ein Chateau ist es ja auch nicht, es ist einfach nur ein Landgut, ne? Also Chateau Picard ist schon ein bisschen übertrieben, der Name, aber sei es drum, dass er natürlich da auch als ehemaliger Admiral jetzt durchaus ein und mehrfacher Weltretter, der kriegt ja später, wird ja aufgezählt, was er alles gemacht hat, ist ja fast wie bei Daenerys, ja. Das kann ich ja verstehen, aber dass Ruffy dann gleich in Armut abstürzt, und ganz ehrlich, was hat die denn gemacht? Gar nichts. Warum wird die denn entlassen? Das macht überhaupt keinen Sinn. So jemand kriegt halt einen neuen Posten oder wird versetzt oder im Worst Case halt nicht befördert, aber doch nicht rausgeschmissen. Also so funktioniert eine Armee nicht. Und am Ende des Tages ist Sternenflotte eine Armee. Ja, am Ende ist die Sternenflotte eine Armee, aber ich kann es mir schon gut in der Situation vorstellen, zumindest wenn man mal drüber nachdenkt, dass sie ja wahrscheinlich eine der vertrautesten Mitglieder seiner damaligen Crew war und auch alle Pläne gestützt hat, mit denen er so durch die Zeit gebandelt ist. In dem Sinne kann ich mir schon vorstellen, dass sie aus ihrer Position enthoben wurde. Vielleicht ja, das schon. Das schon. Ja. Und dass das bisher ihr ganzer Lebensinhalt war, auf dem sie alles aufgebaut hat und dass sie für sich immer in Zukunft gesehen hat und dann einen entsprechenden Absturz hat mit dem Charakter, den sie vielleicht schon vorher innehielt, das kann ich schon nachvollziehen. Und ja, du hast es gerade gesagt, die Traumwelt in dem Galaxy-Class-Schiff. Ich glaube schon, dass es zum Teil so war. Ich meine, wir haben ja ein paar Star Trek-Episoden gesehen, die uns gezeigt haben, wie das mehr oder weniger wirkliche Leben da ist. Jetzt vielleicht nicht, mir fällt jetzt ein, weil DS9 die Folge, wo Nork sein Bein verloren hat, die Kriegsfolge, wo es ja wirklich in die unterste Klasse der untersten Klasse, der untersten Kriegerklasse quasi war. Und diese Situationen, die haben wir ja selten in Star Trek mitbekommen, weil wir immer auf den größten und besten Schiffen mit den größten und besten Captains dabei waren. Und jetzt sind wir halt quasi in den Underdogs, so wie bei Star Wars, die diese Serie mal rausbringen wollten, Star Wars Underground, das in den Niederungen von Coruscant spielt, ist es hier ja ähnlich, dass wir nicht im Glanz und Glorie des Flaggschiffs unterwegs sind, sondern eine Crew aus Underdogs haben, die abseits der Sternenflotte und Föderation eine Mission versuchen zu unternehmen. Und das hat sie also dann so gebeutelt, dass es also kein soziales Netz gibt, was sie auffängt und sie deswegen in einem Trailer in der Wüste leben muss, weil halt. Ich habe es jetzt einfach mal so akzeptiert, kann man sich ganz okay. Klar vorstellen. Ja gut, alles gut, sagen wir mal so, die Charaktere an sich nehme ich so, weil sie so sind. Wenn es im Zusammenspiel mit etablierten Charakteren dann Probleme gibt, das könnte was anderes sein, aber es gibt ja ganz neue, das sind ja ganz neue Charaktere, die wir noch nie getroffen haben und die sich dementsprechend auch ganz anders verhalten können, wie alle die edelsten Sternenflottenoffiziere, die wir bisher hatten. Gleiche gilt ja auch für Rios, der ja angeblich, wie laut Picards treffender Analyse, ja scheinbar doch die Sternenflotte im Blut hat. Ja, auf den kommen wir gleich. Eine Sache wollte ich dann noch, ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind. Also in dem Gespräch im Park oder im vor der Föderations-Headquarter, Starfleet-Headquarter, whatever. Woher weiß Ruffy, dass es der Tal Shiar sein muss? Das ist so, aha, okay, das weiß sie jetzt halt einfach. Das stinkt nach Tal Shiar, also okay, habe ich aber nichts verpasst. Das ist halt einfach, ja, ist halt so, ne, weiß sie halt einfach. Oder habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube, das ist eventuell auch einfach Teil ihres Charakters, dass sie einfach skeptisch ständig alles hinterfragt. Ja, da müsste ich mich verstehen. Nein, wir kennen sie ja in dem Sinne noch nicht. Wenn sie, wir wissen ja auch nicht, haben wir jemals gehört in den Episoden, was jetzt genau ihre Position war? War sie Sicherheitschef oder was ist sie gewesen? Soweit ich weiß, war sie erster Offizier auf einem Schiff der USS Verity
oder so, wie irgendwie sowas in diesen Countdown-Comics. Mhm. Und auf diesem Schiff war Kirk, sag ich schon, war Picard halt Admiral und damit dann aber auch kommandierender Offizier. Und da haben die halt die ganze Rettungsaktion geleitet. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Da haut der Picard in der ersten Folge einfach mal so der Fox News-Tante Dünkirchen um die Ohren. Ja. Na. Und selber scheint er die Geschichte von Dünkirchen überhaupt nicht zu kennen. Denn wenn er sie kennen würde, dann wüsste er, dass die Rettungsaktion des britischen Expeditionsheeres aus eben Dünkirchen zu großen Teil mit privaten Schiffen, Segelschiffen, Yachten, Fischerbooten organisiert wurde. Und da frage ich mich dann, warum macht denn der Jean-Luc das nicht auch, der JL, ja, nachdem er also quittiert hat? Er ist doch bekannt, man kennt ihn doch, er kann noch ein paar Gefallen einfordern und vielleicht in Eigenregie eine Flotte zusammenstellen. Crowdfunding, ja, wenn die wohl ja am 24. Jahrhundert nicht vergessen haben. Ja, kann er ja mal on air gehen bei FNN oder wie das hieß und mal sagen, hey, liebe Leute, wir brauchen jedes verfügbare Schiff, sei es noch so alt und rostig, jeder Euro hilft. Und ja, also ganz ehrlich, da scheißt er klug rum, aber macht selber nichts. Ist ein guter Punkt. Na, ist wirklich ein guter Punkt, den du da nennst. Weil das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich jetzt an der gesamten Situation in der neuen Serie so richtig kritisieren würde, dass Picard doch relativ offensichtlich schnell aufgegeben hat am Anfang. Ich meine, in dem Rückblick in der dritten Episode wird uns ja so ein bisschen suggeriert, dass er selber, das war das letzte Mittel, was er einsetzen konnte, seinen Rücktritt anzubieten. Und danach war am Ende seine Weisheit angelangt. Wir haben doch genug Einzelepisoden gehabt, wo die auch gegen die Riege der Sternenflotte oder gegen Admiral vorgegangen sind, auch in dem klaren Wissen, dass sie dadurch degradiert werden, dass er jetzt so desillusioniert wird durch seinen angenommenen Rücktritt. Das ist dann wirklich die Frage, ob das jetzt schon dafür ausgereicht hat, ihn als Einsiedler auf Chateau Picard sich zurückziehen zu lassen. Vielleicht erfahren wir ja noch was, das kann ja sein. Ich gebe ja durchaus dieser Serie noch so ein bisschen Credit und sage, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Aber aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, klaffen für mich die Lücken immer größer. Es werden einfach auch Dinge einfach behauptet. Ja? Zum Beispiel behauptet Picard, es kann nicht sein, dass ohne Wissen der Föderation eine Geheimoperation auf der Erde stattfindet. Moment mal, das ist der Sinn einer Geheimoperation, damit die anderen eben nicht wissen, ja, dass da was stattfindet. Also, das ist, ja, keine Ahnung. Ich meine, die haben nicht mehr mitgekriegt, dass die Wechselbalge da waren, dass das Dominieren da war. Und ja, also, naja. Es ist alles sehr dünn. K war ja auch immer schon so ein bisschen der Musterschüler, der die Ideale, die eigentlichen Ideale der Sternflotte und der Föderation immer nach außen bringen wollte, immer nach außen vertreten hat. Und ja, dass er jetzt so ein bisschen in seiner, wie soll ich sagen, dass seine Illusion zerstört wird durch alles, was er erlebt hat, das kann ich mir vorstellen, aber er war halt auch immer ein bisschen blind und blauäugig, was diese Dinge anging. Und Kompromisse eingehen war nicht unbedingt immer seine große Stärke. Ja, da sagst du was. Was sagst du denn zum Verjüngungseffekt? Dezent und gut, wäre mir gar nicht so aufgefallen, ist mir erst beim zweiten Mal, habe ich so gemerkt. So. Aber das könnte auch daran liegen, dass mein Blick einfach mal wieder an diesen schlecht geschnittenen Uniformen heften geblieben ist. also ganz ehrlich, wer auch immer da in Charge ist, ich, keine Ahnung, der ist nicht so drauf. Also die Kragen, die stehen hinten so meilenweit ab. Das ist bei meiner Karnevalsuniform so, ja, aber die habe ich auch für 30 Euro bei Rubies gekauft, ja, und die ist nicht maßgeschneidert. Ja. Ist vielleicht wieder auch ein Budgetproblem, dass man das nicht auf, aber irgendwie, das sieht nicht aus und das holt mich dann raus. Abgesehen davon, dass ich die auch ein bisschen komisch finde, zumindest diese Admiral-Uniform, aber Admirals-Uniformen sehen immer komisch aus. Vor allem die aus der ersten Staffel TNG, die sehen schon ziemlich grenzwertig aus. Nein, den Effekt fand ich
gut, ich bin froh, dass sie nicht wie bei Brent Spiner so völlig am Regler gedreht haben. Das stimmt. Also das war ja auch eine Traumsequenz. Da war ja auch ein bisschen Mums haben, wie du es sagst. Du sprichst immer wieder übers Budget und dadurch, dass die Dinge reinbringen, wo sie wahrscheinlich keine Kohle für haben. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben ja schon eine Serie, die unglaublich gut aussieht und wo die meiner Meinung nach sehr viel Kohle reingepumpt haben, weil es so ein bisschen auch das Flaggschiff der Star Trek Franchises aktuell ist. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass das Personal dahinter ist, dass vielleicht wir einfach zu lange aus dem Star Trek-Universum, aus dem ursprünglichen Star Trek-Universum raus waren, dass die Leute sich die ganzen Skills einfach wieder aneignen müssen und wir die ganzen Artists davon gar nicht mehr, dass die gar nicht mehr im Beruf sind oder gar nicht mehr am Leben sind. Oh, das kann natürlich sein, dass dies vielleicht einfach so eine Truppe aus, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, Newbies und Ex-Praktikanten ist. Und da vielleicht irgendwie einfach kein alter Hase drin ist, der denen mal sagt, wie es läuft. Also im Sinne von... Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, kann gut sein, ja klar. Ich meine, dann das sieht ja auch alles gar nicht, es sieht ja auch teilweise nicht schlecht aus. Es sind einfach so diese kleinen Dinge, die halt einfach dann manchmal mich so ein bisschen rausholen. Auf der anderen Seite kennen sie dann wieder ihren Kanon so gut, dass man zum Beispiel eben dieses 3D-Interface, ja, jetzt kaufe ich das. Du erinnerst dich, wie ich über die Hologramm-Interfaces bei Discovery durchaus hergezogen habe. Jetzt in dieser Zeit... Jetzt sieht es aber auch nicht aus wie ein Hologramm. Exakt. Und jetzt funktioniert es für mich auch wesentlich besser, wie der Ryze da sein Schiff steuert und so weiter. Und dann ist mir eingefallen, es gibt sogar eine DS9-Folge, die in der Zukunft spielt, irgendwie mit Nock als Captain, irgendwie so ein Kram. Da sagt dann ein alter Bajir, er weiß schon gar nicht mehr, wie man ein zweidimensionales User-Interface bedient vor lauter holographischen Interfaces. Ja? Also von daher, das ist dann schon mal eigentlich ganz, ganz, ganz nett gemacht. Und ja, auch so andere Kleinigkeiten, die finde ich wirklich immer wieder ganz schön. Auch das Buch, das der Ryze liest, jetzt sind wir schon beim Ryze, können wir auch gleich dann bei ihm bleiben. Das Buch, das der Ryze liest, Tragic Sense of Life von Miguel de Unamuno. Ich habe es selber nicht gelesen, das ist ein Buch von 1912, aber ich habe es mal, die Synopsis mal eben kurz durchgelesen und da geht es eigentlich eher darum, dass das Leben ja sinnlos ist, weil wir ja sowieso sterben, also macht es überhaupt keinen Sinn, logisch zu handeln. Und alle, die praktisch danach streben, ein Vermächtnis zu hinterlassen, die lacht er halt eben auch aus. Also schippst du sowieso, verwende doch die Zeit da drauf, was du hast, anstatt da drauf vielleicht was zu hinterlassen, von dem du gar nicht weißt, ob es überhaupt ein Vermächtnis ist. Da habe ich mir so gedacht, so nachdem ich das gelesen habe, das ist bestimmt ein Buch, das steht auf Vulkan auf der schwarzen Liste. Ja, bestimmt. Allerdings ist es auch hier in der Star Trek-Tradition, dass einfach scheinbar keine neue Literatur gibt, sondern man auf die ältere Literatur aus dem 19. Jahrhundert zurückgreifen muss. Ah, wenn ich da ganz kurz eingrätschen darf, dachte ich, also Literatur, ja, da wirft man ja wieder ausnahmsweise mal nicht mit Shakespeare, sondern diesmal mit Alexandre Dumas um sich und dann eben hier mit Miguel de Unamuno. Aber das Stück, das Dr. Jurati auf ihren iPod Beans oder wie die Dinger hört, da dachte ich mir, was ist das denn für eine Oper, da war ich auch schon wieder so, boah, hören die jetzt immer noch so alte Sachen, aber nein, das ist tatsächlich was Neues von Jeff Russo komponiertes für diese Serie. Klingonische Oper, richtig? Es hat einen Namen, den ich hab's, man kann es shazammen, ja, Cassilian Opera bei Jeff Russo ist der Name, also keine klingonische Oper, eine kassilianische Oper. Nee, die klingonische Oper wurde in einem anderen Zusammenhang mit Rios. Genau, der Ryze, ja, ich war jetzt ja gerade eben bei der Szene, wo Commander O mit Sonnenbrille bei Dr. Jurati auftaucht. Die hört ja dann über Kopfhörer eine Oper und das ist eben auch extra komponiert. Ja, scheinbar gibt es in der Zukunft auch weiterhin noch Earbuds. Ja, anscheinend. Auch da hat sich Michael Jabonia zu geäußert und hat gesagt, ja, es muss ja nicht jeder Kram neu designt werden, nur weil wir in der Zukunft sind. Weiß ich nicht, muss das so sein? Keine Ahnung. Macht halt immer manchmal Spaß. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich bei Discovery schon gesagt habe. Die Serie inspiriert halt leider auch keinen. Denn dadurch, dass ich eben Dinge neu designe und eine Flasche anders denke, eine Tasse anders denke, einen Kopfhörer anders denke, ein iPad, also halt ein Laptop anders denke,
kommen eben so Sachen wie Tablets etc. raus, die Menschen inspirieren, sagen, boah, das ist ja super, was müsste ich denn machen, um sowas zu tun? Wie gesagt, ich sage auch schon Interviews, ist ja kein Interview, diese Fragen, diese Antworten, die könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wir werden das in den Shownotes verlinken. Ich finde es ein bisschen, ja, take it or leave it, ja, ist ein gutes Recht, kann er natürlich machen, aber okay, gut. Muss er nicht. Ne? Es sind halt mittlerweile andere Leute bei Star Trek am Zug und man muss es akzeptieren. Wir hatten ihr hattet ja die schöne Diskussion über Gene Roddenberry bei der Live-Show, wo ich mich geärgert habe, dass ich damit nicht auf der Bühne war, die ja sowieso schon zu dem Zeitpunkt viel zu voll war. Ob das alles noch im Spirit von Gene Roddenberry wäre, was heutzutage bei Star Trek gemacht wird. Und da könnte man ja auch fast schon eine ganz eigene Episode drüber machen, wenn man sich das vornimmt und das mal auf Discovery und Picard und wahrscheinlich noch die folgenden Serien bezieht, die es geben wird, plus die Reboot-Filme. Ja, und man würde wahrscheinlich zu keinem Ergebnis kommen. Deswegen gehen wir wieder zurück zur Picard-Serie und bleiben mal ein bisschen bei Rice. Ich habe gesagt, das Wolverine war etwas drüber. Ja, er wohnt mit drei Hologrammen zusammen. Und er ist Ex-Starfleet auf dem Kreuzer Ibn Majib, dessen Existenz Starfleet verleugnet. Und da dachte ich mir, das kennen wir doch irgendwo her. Da kommt bestimmt noch raus, dass der Sektion 31 ist. Ja, da frage ich mich auch die ganze Zeit, ob die es wagen, irgendeine Verbindung zu Discovery oder zu diesen Themen aufzubauen. Ich weiß es nicht. Sektion 31 hatten wir ja eigentlich mehr in DS9, es ist ja eigentlich auch in DS9 erst mal vorgekommen, oder? In DS9 und Voyager gehabt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, also ja, ich glaube ja. Ja, genau, deshalb, ich hoffe es, sie machen es nicht und ich hoffe nicht, dass Control irgendwie noch mitspielt in der PK-Serie. Lassen wir mal außen vor, man weiß es nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, was das angeht. Aber kommen wir mal zu den Hologrammen, weil da können wir jetzt wieder in die Argumentation einsteigen. Gut, mit synthetischen Leben wollen die nichts zu tun haben mit Androiden. Wieso machen sie nicht alles mit holographischen Projektionen? Danke, das frage ich mich ehrlich gesagt seit der ersten Folge. Frage ich mich, ja, als die Measure of a Man Folge rauskam und Maddox noch ein Heer von Datas erschaffen wollte, da waren ja die Hologramme noch lange nicht so weit. Da gab es ja sogar Folgen, glaube ich, wo die aus dem Holodeck rauslaufen und dann anfangen zu verschwinden und solche Sachen. Ja, erst natürlich hat man sich im Grunde genommen mit dem Doktor von Voyager und seinen Fähigkeiten schon irgendwie so eine, ja, schon die Adler im Star Trek-Universum so ein bisschen geschaffen, weil dann kann natürlich alles überall jederzeit möglich sein, ja, wenn du ein Hologramm machen kannst. Aber dann ist natürlich wirklich die Frage, warum überhaupt Ressourcen, also im wahrsten Sinn des Wortes Ressourcen verschwenden, wenn ich den gleichen Job auch von einem Hologramm machen lassen könnte, dass ich auf Knopfdruck abschalten kann und zwar alle und ja, und Punkt. Also das ist meiner Meinung nach so das größte Plothole der ganzen Serie, dass einfach Hologramme so existenziell mächtig, in Anführungszeichen, geworden, fähig geworden sind, dass man einen Androiden schlicht und ergreifend einfach gar nicht mehr bräuchte. Ich könnte mir vorstellen, aber das ist auch alles natürlich wieder Mutmaßung, dass die Platzierung von holographischen Projektoren das eigentlich... Aber der Doktor hat doch einen Emitter, mit dem er rumlaufen kann überall. Hat er am Ende? Ja. Hat er das am Ende? Das ist das Ding, was er da am Arm hat. Der Doktor kann am Ende sich völlig frei bewegen. Boah, ich habe die letzten Staffeln von Voyager so gar nicht mehr im Kopf. Doch, also der Doktor. Ja gut, ich hatte es noch im Kopf, dass die irgendwann mal ganz viele Projektoren auf dem Schiff eingebaut haben, damit er sich besser bewegen kann. Aber kriegt er am Ende einen mobilen Projektor? Am Ende kriegt er einen, das heißt dann sogar mobiler Emitter oder so ein Kram, ja. Mhm. Ja. Gut. Welche Hologramme haben wir jetzt hier? Wir haben das Medical Emergency Hologram, dann haben wir das Hospitality Hologram. Welches war noch das dritte? Ein Navigationshologramm.
Das stimmt, das macht den Co-Pilot. Der langhaarige Typ, also ist ja alles immer der gleiche. Und, und ich glaube, es waren vier, glaube ich, waren es insgesamt. Irgendwie Kommunikation, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Keine Ahnung. Aber du hast vorhin gerade... Mich interessiert ja tierisch die Story, warum die alle wie Rios auch. Ja. Und er ganz offensichtlich von denen genervt ist. Ja, das finde ich durchaus interessant. Ja, das wär mal ein Short-Track. Ja, vielleicht, ich meine, wir kriegen ja eine zweite Staffel Picard, vielleicht haben wir ein paar ordentliche Short-Tracks für Picard dabei. Ja, das wäre ganz nett. Gerade eben hast du ein Stichwort gesagt, da bildet sich auch schon eine Theorie drum, nämlich als du gerade Control in den Mund genommen hast. Und wenn man jetzt mal einschwenkt auf die Borg-Geschichte, um mal diesen Faden aufzunehmen, da sind ja dann doch in den Folgen durchaus interessante Sachen zutage gefördert worden. Nämlich, das habe ich erst so gar nicht mitgekriegt, das habe ich dann erst, als ich das Review geschrieben habe, dann doch mal mitbekommen, dass es also nur ein Schiff der Romulaner gab, das jemals assimiliert wurde. Und das war dann auch das letzte, das diesen Cube, also dass dieser Cube assimiliert hat, und der hat sich daraufhin dann deaktiviert, weil irgendwas da nicht geklappt hat und die Submatrix bla bla bla, und dann ist der vom Kollektiv getrennt worden. Ah, das ist ja, das ist ja interessant, diese Aussage. Ja. Da lassen sich ja eine Menge Theorien spinnen. Auf jeden Fall. Und wenn wir mal zurückdenken an die ersten Staffeln von Next Generation, wo wir ja, also die Borg sollten ja ursprünglich, glaube ich, waren das im Finale der ersten oder zweiten Staffel eingeführt werden. Wurden das aber deswegen dem Writer's Strike, der damals stattgefunden hat, nicht. Da hat man ja mitbekommen, dass scheinbar in der neutralen Zone oder am Grenze Rande der neutralen Zone einige romulanische Außenposten angegriffen worden sind, und man erfährt nie, von wem die angegriffen worden sind. Man impliziert später, dass es die Borg gewesen sein müssen, und es sollten ursprünglich laut den ersten Plänen auch die Borg sein, nur hatte man dann keine Autoren mehr, um die Borg da reinzuschreiben, so ungefähr. Und ich meine, die ganze Story baut ja jetzt auch um die Romulaner und die Borg auf. Wir haben ein Detail schon in den letzten Folgen mitbekommen, oder war es in der dritten Folge? In den ersten Folgen, dass die Romulaner ja auch scheinbar synthetisches Leben ablehnen und die Satwasch deswegen geschaffen worden sind, damit auch dieses eingehalten wird, so in der Art. Ich hatte dir geschrieben, bevor ich irgendein Review gelesen habe, was wäre denn die Theorie, wenn die Romulaner irgendwann vor tausenden von Jahren oder vielleicht eine Vorgängerrasse von den Romulanern die Borg erschaffen hätten, und dementsprechend das nach hinten losgegangen ist und die nicht mehr künstliche Intelligenz oder synthetisches Leben einsetzen möchten und das ignorieren, was natürlich im Gegenzug zu einer Erwähnung in Next Generation ist, wo Data doch gerne von den romulanischen Kybernisten auseinandergenommen worden wäre, oder dass die Kybernisten sich den gerne mal ansehen würden. Nichtsdestotrotz, in diesem Kontext bleiben wir bei dieser Serie. Wie wäre es, wenn am Ende rauskommt, dass die Romulaner die Borg geschaffen haben? Es heißt Kybernetika. Kybernetika. Zu denen dann Michael Chabon sagt, das wäre sowas wie Nazi-Ärzte auf Romulus. Und das nur am Rande. Ja, genau darauf wollte ich nämlich abzielen, dass es vielleicht darauf hinausläuft, dass die Romulaner die Borg erschaffen haben. Und dann, im Gegensatz zur Sternflotte, die also ihre KI in die Zukunft schickt, was im Nachhinein betrachtet, gut, es ist ja dann nicht so gekommen, aber im Nachhinein betrachtet echt total dämlich ist, weil da kann die ja dann im Worst Case sogar noch mächtiger werden. Aber die vielleicht einfach ihre KI, ihr Control in Form vielleicht von einem, was auch immer, kleinen Algorithmus oder sonst irgendwas einfach in den, wo kommen die Gewalker aus dem Delta-Quadranten, ne? Ja, 70.000 Lichtjahre weggeschickt haben. Die sind im Delta-Quadranten aktiv, aber je nachdem, wie
weit zurück in der Vergangenheit, die geschaffen worden sind, kann es ja durchaus sein, dass die aus dem Beta-Quadranten vielleicht geflohen sind. Und um nochmal zu der Theorie zurückzukommen, warum haben die Romulaner die geschaffen, weiß man nicht. Aber warum wurde nur ein Schiff bisher assimiliert? Vielleicht haben die Romulaner ja bei sich einen Failsafe eingebaut, dass die einfach nicht assimiliert werden können. Ja, das stimmt. Also es gibt einen bei Voyager, aber das ist der einzige, den man, also, ja, und da haben sie halt damals noch nicht dran. Ja, da genau, so geht eigentlich eine aktuelle Theorie, die so ein bisschen durchs Netz wabert. Ich, ganz ehrlich, ich habe schon Dümmeres gehört, ja, also von mir aus. Aber ich habe halt so ein Grundsatzproblem, von jedem Hans und Franz immer eine Origin-Story machen zu müssen. Ja, manche Dinge haben auch einfach so ein Mystery und dann ist auch einfach nett und dann kann man es auch einfach bleiben lassen. Aber jetzt die Borg den Romulanern in die Schuhe zu schieben, ich meine, natürlich wird es auch passen, zumindest was so den Look angeht, ne, so dieses grün blinkende, grün leuchtende, das ist halt auch zumindest bei TNG war ja das eigentlich auch immer ein romulanisches Ding, dass es so grün leuchtet, die Brücke von romulanischen Warbirds und so weiter. Ja, mal von mir aus, ich habe schon Dümmeres gesehen, aber ja, also ich bräuchte es jetzt nicht. Vielleicht gibt es ja eine alternative Theorie. Ich meine, das würde jetzt dann ganz zu, dazu passen, dass die Satwasch angeblich ein Geheimnis haben, was den Geist sprengen würde, wenn es, wenn es offenbart werden würde. Ja, ja gut, das absolut. Das wäre eine Bombe, die platzt. Vielleicht ist es aber am Ende, ich meine, da kann man dann ein bisschen in eine andere Ecke gehen. Vielleicht haben die Romulaner früher einfach so mit den Borg zu tun gehabt und haben sich entsprechend dagegen gewappnet. Oder, was ich auch als alternativ gedacht habe, ich meine, wir haben ja immer noch die Verwicklungen der Sternenflotte mit den Romulanern, die ja scheinbar irgendwie gemeinsame Sache machen. Was ist, wenn einfach die Romulaner und die Sternenflotte zusammengearbeitet haben, um der Bedrohung der Borg entgegenzuwirken, ein Virus geschaffen haben, der aber nach hinten losgegangen ist? So dass das der erste, das erste Einsatzgebiet dieser Virus war, aber dass der, keine Ahnung, irgendwelche Implikationen dann noch für Androides-Leben mit drin hat. Dass vielleicht die Borg am Ende sogar die Androiden übernommen haben und die Borg hinter dem großen Angriff auf Romulo, auf den Mars stecken. Hat vielleicht ein paar Lücken, diese ich Theorie. Ich wollte gerade sagen, die hinkt aber gewaltig, wenn sie nicht schon fast im Rollstuhl sitzt. Da erscheint mir ja noch plausibler, auch wenn ich das für völligen Humbug, also wenn sie das machen, dass entweder Dr. Jurati oder Fake Spock ein Schläferborg sein könnten. Ein Schläferborg. Also ich könnte mir vorstellen, dass zumindest die Borg in irgendeiner Kapazität zurückkommen, wenn man versehentlich den Borg-Kubus reaktiviert. Aber ich fände es noch cleverer, wenn das Ganze vielleicht eine Infiltrierung der Borg in die Sternenflotte und Föderation wäre, um eine andere Strategie zur Assimilation zu wählen. Ja, aber das ist halt dann auch nur Wechselbalg und Dominion 2.0, also... Stimmt ja, auch. Also du, vielleicht machen sie das, ja, aber es wäre halt einfach so gähn, ja, ich meine, lass dich echt mal irgendwas Neues einfallen. Weißt du, manche Dinge finde ich dann wirklich nett, wo ich so denke, ja, so mehr davon. Zum Beispiel so ein bisschen Lore um die Romulaner rum. Wir wissen so wenig um die Romulaner und das wird sogar thematisiert in diesen 3-4 Folgen, dass alles, was Romulus umgibt, ein Geheimnis umgibt. Dass sie zum Beispiel diese 2 Türen haben am Ei. Das fand ich ein nettes Detail. Ja? Oder auch einfach in einem Nebensatz Nord- und Südromulaner. Fertig aus. Kein riesen Geschiss drum gemacht und dann zack, weg erklärt, passt für mich, alles gut. Ja. Aber da muss auch mal ein bisschen, jetzt mal ein bisschen Fleisch an den Knochen kommen und ganz ehrlich, JL hat es halt eigentlich überhaupt nicht eilig. Der hat es überhaupt nicht eilig. Der geht nochmal dahin und nochmal dahin. Und warum braucht er jetzt eigentlich nochmal diesen Elnor? Also gehen wir mal in Folge 4. Also, ich habe das nicht ganz gerafft. Also, der ist bei dieser
Amazonen-Romulaner-Assassinen-Sekte, die keine Amazonen-Assassinen sind, die immer die ganze Zeit die Wahrheit sagen müssen und nur wenn irgendwas völlig hoffnungslos ist, mit irgendjemand auf Kreuzzug gehen und dann immer nur einer. Das hat er gewusst und deswegen ist er zurück. Wollte er denn das Kind, den Legolas da immer haben oder war das dann Zufall? Und hat er, wenn ich das noch zu Ende sagen darf, hat er den Streit in dem Dorf einfach nur provoziert, damit der Legolas ihn rettet? Oder hat er gedacht, ach, 7 Minuten habe ich noch Zeit, bis dieses Schildfenster aufgeht, kann ich auch nur mal ein bisschen Beef machen? Ja. Na gut, also wir haben ja den Rückblick in der 4. Folge, wo der auf Vashti unterwegs ist mit dieser Sekte. Und ja, er hat halt viel Energie da reingesteckt, um die Evakuierung voranzutreiben und hat scheinbar mit denen ganz stark zusammengearbeitet. Das Versprechen, was er denen damals gegeben hat, denen viel zu helfen, konnte er am Ende nicht mehr einlösen. Und dieser Elnor war wohl sowieso nur ein Weise. Oder vielleicht kamen die Eltern noch später dazu. Nee, ich glaube, er war ein Weise, den Picard in die Obhut der Sekte gegeben hat, damit sie sich erstmal temporär um ihn kümmern. Wenn dann weitere Schiffe ankommen mit Romulanern, sollten sich wohl, vielleicht kriegt man irgendwelche Pflegeeltern für ihn. Das ist aber dann nicht mehr eingetreten. Er hat ja scheinbar so ein bisschen den Adoptivvater in diesen Rückblicken für den gespielt. Was ein ganz nettes Detail war für mich, auch in der Entwicklung, in der persönlichen Entwicklung von Picard im Laufe der Serie, der ja wirklich, wie man in den Nebensätzen auch erfährt, nie wirklich kinderfreundlich war und in 30 Jahren kann halt viel passieren. Entsprechend 14 Jahre später ist der Elnor immer noch in dieser Sekte drin, weil sie kein weiteres Zuhause für den gefunden haben und dementsprechend hat er eine Ausbildung genossen, die normalerweise eigentlich nur Frauen bei denen genießen. Und wie Raffi auf dem Weg nach Vashti gesagt hat, da ja, you can't take a rescue mission without a guilt trip oder irgendwie sowas, sagst du in der Art. Also er hat scheinbar noch gewisse Schuldgefühle da und möchte das jetzt nutzen, weil die sowieso scheinbar einen Krieger brauchen, um bei der Sekte mal vorbeizuschauen und zu gucken, wie es da gelaufen ist. Ja, okay. Kannst du mir dann trotzdem noch diesen Kampf erklären? Hat er den jetzt absichtlich angezettelt? Oder, und ganz ehrlich, Enthauptung, ernsthaft jetzt? Das war schon ziemlich krass für Star Trek-Verhältnisse. Aber wie gesagt, wir sind hier nicht mehr auf dem Galaxy-Class-Ship und... Ja, aber auch Picard, halt der dann einfach so sagt, du tust nie wieder. Entschuldige mal. Also, wenn er absichtlich diesen Streit anzettelt, damit... der ihn rettet, hat er diesen Senator auf dem Gewissen, der mit Fug und Recht ziemlich sickig auf Picard ist. Ob man ihn deswegen gleich zum Duell herausfordern muss, sei mal dahingestellt. Naja. Aber er hat ihn auch von hinten ermordet, das muss man auch mal sagen. Ja? Also nicht mal im Zweikampf, sondern hat ihn von hinten einfach ermordet. Und also wie Picard da drüber weggeht, nee. Also damit, ganz ehrlich, das ist, ja, keine Ahnung, soll das irgendwie, bei Game of Thrones, wir brauchen jetzt auch viel Gewalt oder keine Ahnung was. Also für mich war auch Star Trek durchaus immer, ich sag mal, eine etwas familienfreundlicher, tauglichere Serie. Wir hatten in Discovery, hatten wir erst diesen, gut, das war ja dann nur ein Fake, ja, das ist ein enthauptete Baby, was schon hart an der Grenze war. Es stellte sich ja dann... Klingonische Brüste. Ja, klingonische Brüste, gut. Ja, dann der F-Bomb. Ja, das haben sie früher nicht gesagt wegen der Zensur. Aber ich sag mal, es hat sich halt inzwischen auch so etabliert, dass man halt gesagt hat, naja, die reden halt einfach auch ein bisschen netter in der Zukunft. Ja. Und jetzt wird da einfach mal so nonchalant... Es war jetzt auch nicht der Hauptbösewicht am Ende der letzten Folge nach einem mega harten Kampf oder so. Es war einfach eine Wirtshausschlägerei. Also, Freunde, das ist, nee. Könnte ich mich aufregen, tue ich ja auch. Und vor allem halt Picards Reaktion. Das, die finde ich halt am schlimmsten. Picards Reaktion, der einfach sagt, oh, tu es nie wieder. Das nächste Mal nur, wenn ich dir, du sollst nur kämpfen, wenn ich dir sage. Das heißt, enthaupten ist in Ordnung, aber nur, wenn ich es dir sage. Also, nee. Du hast es auf Deutsch gesehen, ne? Ja. Also ich habe
Teils, teils. Ja. Ne? Ich gucke es ja hauptsächlich auf Deutsch. Hab dann mal, bei der Stelle habe ich jetzt nicht umgeschaltet auf Englisch. Sagt er denn? Ja, aber im Originalton kam es mir schon so vor, kam er mir schon sehr, sehr aufgeregt vor. In dem Sinne, ich weiß nicht, ob es dann an der Synchronisation liegt. Also er war definitiv nicht damit einverstanden, was Elnor da gemacht hat. Okay, na gut. Was soll er sonst machen? Soll er komplett ausrasten? Ja, den einfach da lassen. Also, naja, egal. Also mir geht es jetzt nicht darum. Naja, er ist verzweifelt und er möchte das wieder gut machen, was er... Ja, dann soll er bei Worf bei Geordi anrufen und bei Beverly und soll die alte Gang wieder zusammenkrallen. So verzweifelt ist er ja dann doch nicht, ja. Also, es ist, wie gesagt, mir geht es einfach eher um diese explizite Gewaltdarstellung, so out of nowhere. Ja. Und das ist auch nicht im Charakter begründet, du kennst diesen Elnor gar nicht, ja, jetzt weißt du, er ist gefährlich. Aber hätte, ganz ehrlich, das war ein alter Mann um die 60 mit überkräftig Übergewicht, der war jetzt für so einen jungen Assassinenkämpfer auch kein Gegner. Ja, den hätte er auch locker so entwaffnen können. Also da einfach die Drehbuchentscheidung zu treffen, einen zu enthaupten, nee, sorry. Also nein, das geht echt gar nicht, sorry. Ja, da sprechen wir vielleicht nochmal über ein Problem mit der Serie insgesamt. Weil ich lasse meine Meinung jetzt erst nochmal hier auf den Tisch liegen, weil wir hier ganz offensichtlich einen großen Film haben, der so ein bisschen in die Länge gezogen wird und keine Einzelepisoden. Es ist ja ganz stark seriell, was uns hier gezeigt wird. Eigentlich ideal, um das in einem durchzubingen. Aber wir müssen halt Woche für Woche gucken. Und vielleicht ist das ja ein Ausblick auf den Charakter, dass er sehr unstabil ist und dass man ihm vielleicht am Ende nicht so trauen kann, trotz seiner Ausbildung, und er so ein bisschen die Wildcard im Ganzen ist, neben den ganzen anderen Charakteren, die dann auch eher unberechenbar sind. Ja, alles richtig, alles in Ordnung, kann man alles machen. Aber trotzdem, das ist eine Art der Gewaltdarstellung, die, von der ich finde, dass sie in Star Trek einfach nicht sein muss. Man muss sich nicht anbiedern und auf den Game of Thrones oder Walking Dead Zug aufhüpfen, nur weil die exzessive Gewalt, das sind andere Universen, sind andere Zeiten und so weiter. Ja. Aber nee, also damit habe ich wirklich ein Problem. Ich habe nicht unbedingt mit Gewaltdarstellung im Fernsehen ein Problem. Wir gucken, wie gesagt, Walking Dead oder Preacher. Ich meine, hallo, ja. Also, ja, bei Preacher fliegen die Gedärme ja nur so durch die Gegend. Aber es ist halt einfach in einem völlig over-the-top, comichaften Kontext, ja. Und da ist das dann natürlich auch was anderes. Aber gut, also wie gesagt, ich habe da echt ein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass das jetzt sich nicht, dass es ein Ausrutscher war und jetzt nicht zur Regel wird, dass hier jetzt Körperteile abgetrennt werden und dann auch noch so explizit. Also von daher, ja, okay. Naja, ja, was mir noch so aufgefallen ist, sonst bei der Geschichte rund um die Picard-Crew, hatte ich eben schon zwischendurch gesagt, ist mir in dieser Episode extrem aufgefallen, wie krass die doch aktuell mit den Lensflares rumspielen. Oh ja. Und dafür, dass die jetzt in einem ultramodernen Schiff sind und dann natürlich auch ein riesiges Sichtfenster da haben, wo man in den Warpstrahl so ungefähr gucken kann, die müssten doch alle Epilepsieanfälle bekommen, oder? Keine Ahnung, wie schnell sowas triggert, aber ganz ehrlich, diese Lensflare-Geschichte, das ist auch so ein Punkt. Also, weißt du, da frage ich mich so, das ist doch inzwischen so ein Klischee. Das halbe Internet, oder eigentlich das ganze Internet, lacht sich über diese Lensflares tot. Und trotzdem wird es immer noch exzessiv eingesetzt. Ich kapiere das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und vor allem verstehe ich es nicht, weil in einer Folge jetzt halt auch Jonathan Frakes Regie geführt hat, von dem ich eigentlich dachte, er ist schon über das Thema hinaus. Na, ich kann mir jetzt nur damit erklären, dass sie halt in einem modernen Star Trek-Look versuchen reinzugehen, den sie sich einfach von J.J. Abrams kopiert haben, mit dem ich auch nicht ganz zufrieden bin. Und natürlich helfen die Lensflares dabei, das Ganze hochwertiger wirken zu lassen, weil man Sachen verbergen kann, die nicht so ganz perfekt sein müssen. Womit wir dann wieder bei der Budgetfrage wären.
Ja, also von daher, vielleicht. Ja, wir sind halt immer noch in einer Fernsehserie. Ja, vielleicht ist sie doch nicht so, oder sie haben es halt doch rausgehauen. Gut, ja. Gehen wir mal, wir haben jetzt die Borg Origin Story oder potenziell haben wir abgehandelt. Wir haben also die neue Crew abgehandelt. Dazu noch ein Wort, ich finde positiv und schön, dass das Schiff mal keine Rostlaube ist. Dass man sich wenigstens. Ja, aber das hat man ja in dem Dialog mitbekommen, dass er scheinbar sehr viel Wert auf sein Schiff legt. Ja, dass man sich wenigstens von diesem Klischee verabschiedet hat. Ja. Dass das Schiff keine Rostlaube ist. Aber das Schiff hat keinen Namen, oder? Aktuell habe ich keinen gehört. Steht keiner auf dem Rumpf und es wird auch keiner gesagt. Okay, es ist mir nämlich bei meinem Review aufgefallen, bei meinem Recap-Schreiben. So, wie heißt denn das blöde Schiff? Da habe ich gegoogelt, habe nichts gefunden. Gut. Wechseln wir mal das andere Schiff, gehen wir auf den Borg-Cube. Sochi, Narek, Rizzo, Romda, Gamma, Geddon, wie auch immer der ganze Kram heißt, Hugh, ich hätte ihn nicht erkannt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Hugh mitspielt. Hättest du den erkannt? Ich nicht. Ohne die Vorberichte definitiv nicht. Ja. Aber wir haben jetzt ehrlich gesagt, wir hatten eine Folge mit Hugh. Und dementsprechend muss man ihn auch nicht 30 Jahre später direkt wiedererkennen. 20 Jahre. Man hätte aber dann durchaus mal, erzählen doch sonst jeden Fetz. Die sitzen fünf Minuten sitzen die in diesem Holodeck Chateau Picard und quatschen Exposition. Da wäre dafür auch noch Zeit gewesen. Ja, das stimmt. Also ich frage mich, ob es jetzt nur ein kleines Cameo war, was wir hier gesehen haben. Dementsprechend wäre es wirklich nur für die Insider was Interessantes oder ob wir ihn noch ein bisschen in anderen Episoden zu sehen bekommen. Ich hoffe, dass wir ihn sehen bekommen, dass wir ihn zu sehen bekommen, weil mich würde durchaus interessieren, wie es ihm so ergangen ist, ja, wie er da hingekommen ist und so. Und ich finde auch diese ganze Rückgewinnungsgeschichte gar nicht so uninteressant. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Dinge, die interessant, also für mich interessant sind, die werden leider überhaupt nicht gezeigt. Oder nur so angerissen. Ja. Ich würde viel mehr über diesen Borg, also über den Borg-Rückgewinnungscube an sich, was machen die da, wie funktioniert das? Das würde mich viel mehr interessieren, als ja diese komische Bene Gesserit-Sekte da auf Vashti und ein Bird of Prey gegen den eigentlich ein 200 Jahre älteres Schiff mal locker das Ding platt machen müsste. Aber okay. Gut. Ja, stimmt. Wir wollten beim Borg. Der Bird of Prey ist wahrscheinlich aber in den 200 Jahren auch ein paar Mal abgegradet worden. Ganz egal, aber ich stimme dir völlig dazu, dass ich gerne mehr über das Rückgewinnungsprojekt erfahren möchte und deshalb eher enttäuscht bin, dass wir uns so mit dieser Romanze beschäftigen, anstatt mit dem interessanten Thema dahinter. Und bei der Romanze, also erstmal Rizzo und Narek ist so ein bisschen Cersei und Jamie irgendwie, zumindest, ja, dafür, dass es ihr Bruder ist, krapscht die ihm dann doch ganz schön immer im Bettchen da an, aber okay, ja, ich, was glaubst du, ist das wirklich, also verliebt er sich wirklich in sie, ist das alles nur gespielt, wird er noch einen Redemption-Arc kriegen, also wird er sich noch läutern, was glaubst du, was mit Fakespock Narek passieren wird? Ich fürchte, ja, dafür sieht er einfach zu gut aus, deshalb werden die ihm wahrscheinlich einen Redemption-Arc geben. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht. Aber das Ganze, wie es so andeutet und wie man es ja auch in der Serie von seiner Schwester hört, wird es sicherlich in diese Art von Geschichtenerzählung reingehen, sodass er im Konflikt ist zwischen seiner eigentlichen Mission und den Gefühlen, die er am Ende hat. Also ich möchte es wirklich nicht hören. Und dementsprechend waren für mich in der vierten Episode war für mich so viel Füllermaterial drin, was ich ehrlich gesagt da nicht brauchte. Die warten die ganze Zeit darauf, dass endlich Picard und Co. beim Borg-Cube ankommen und mussten dann das nochmal ein bisschen zeigen, damit die Leute sich an Sochi und Narek erinnern und so ein bisschen mehr über die erfahren. Aber das ist für mich, also das ist das einzige Füllermaterial, was wir hier haben. Dementsprechend hätte man Episode 3 und 4 sicherlich in eine Episode verbinden können und hätte sich das sparen können. Sag mal, seine Schwester, beamt die sich immer auf den Cube oder erscheint die nur in seinem Kopf? Oder ist das holographische Videografie? Aber warum geht sie dann aus dem Raum raus? Ich glaube, das sind zumindest teilweise Hologramme, bis sie zu irgendeinem, in der
vierten Folge ist sie dann wirklich da, glaube ich. Sie hat ja zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, ja, bis ich da bin, hast du es hoffentlich alles geregelt. Stimmt, ja. Und das hat er halt nicht. Ja, okay. Dementsprechend einmal war es ein Hologramm und einmal nicht. Mhm. Ja. Ach, da fällt mir übrigens in dem Sinne ein, mit den Hologrammen, die rumlaufen, auch mit den Hologrammtelefonie, so ein ganz Mini-Detail, was ich nochmal einwerfen muss, dass Picard in seiner in seinem Rückblick die Treppe runtergeht, während er gebeamt wird. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich eher sinnfrei. Ja, ich glaube, man hat in der Szene vergessen, dass er gebeamt werden soll und er lief halt und dann hatte man kein anderes Material, dann musste man das so machen. Ich sag dir, so wird's gewesen sein. So wird's gewesen sein. Ja. Gute Erklärung. Okay, das nur mal als Nebenkommentar. An sich, ja, einmal ist sie als Hologramm da und einmal ist sie richtig da. Aber wie so typisch mit solchen, Zeitfenstern ist, am Ende stellt sie ihm Ultimatum, was sie nicht einhält, und das Ultimatum wird nochmal weiter verschoben nach hinten. Sie ist halt auch so ein Abziehbild-Bösewicht, ne? Das ist halt ja. so wie ein Handlanger bei Bond in Bond-Filmen. Deswegen nenne ich die ja nur Spectre. Also, weil sie sind wirklich so. Na gut, gucken wir mal, was kommt. Also gut, Narek könnte seine Erlösung finden. Eine weitere Sache, die ich mir so dachte, vielleicht ist ja auch die Jurati eine Verräterin, beziehungsweise die wird wahrscheinlich schon von der Commander O gekauft sein und wahrscheinlich ganz fleißig immer an die berichten, bis es dann irgendwann rauskommt und sie sich dann allen offenbart und sich dann dafür entschuldigt. Meinst du? Ja, weil es halt immer so ist. Ich meine, wozu sonst dieser Einschub mit Commander O und der Sonnenbrille und ich möchte mit ihnen über Gott reden, über Picard? Könnte durchaus sein. Ich hoffe es nicht. Sie ist für mich eigentlich ein sehr sympathischer Charakter, dem ich glaube, dass er abgehauen ist und dann da bei denen ankommt und dann auch jemanden von der Elite-Einheit einfach mal hinterrücks erschießt. Warum braucht eigentlich Picard Elnor, wenn er seine zwei Hausangestellten hat? Warum nimmt er denn nicht die das mit? Stimmt. Da traf ich nicht. Und wo bitte hat er eigentlich überall Phaser versteckt? Unterm Tisch, hinterm Sofa, überall lagen Phaser. Und dann verhören sie diesen Romulaner und ich denke mir so, ach guck mal, jetzt haben sie es geschafft, ihm diese Caps, doch nicht. Ja, das stimmt. Diese ganze Verhörgeschichte. Also ich hätte gern die zwei Mitbewohner von Picard schon mitgehen sehen. Ja, auf Mission, weil die waren durchaus sehr interessant. Und die scheinen ja trainiert genug gewesen zu sein, um eine Spezialeinheit von Romulanern einfach mal auszuschalten. Exakt. Was dieses typische Serienklischee ist, dass sämtliche Spezialeinheiten in allen Serien und Filmen nie gut trainiert sind, weil sie entweder von Otto Normalos oder von Leuten, die seit 14 Jahren aus dem Dienst raus sind, einmal niedergeschossen werden können. Ja, oder halt von The Chosen One, je nachdem, wer es halt dann eben ist. Ja, wir sind schon wieder so böse gewesen und wollen wir uns am Ende. Aber wir hatten auch ein paar gute Sachen. Ich wollte gerade sagen, wollen wir uns am Ende auf ein paar gute Sachen begeben. Fang mal an. Ja, fang mal an. Eine negative Sache habe ich doch noch, verdammt. wir müssen über FreeCloud reden. Oh ja, den Amazon-Planeten. Ja, den Amazon-Planeten. Ich meine, man hat diese ganze. Vielleicht erfahren wir noch, warum es FreeCloud heißt. Okay, alles gut, wir waren noch nicht da. Trotzdem, in einer Welt, in der es von Cloud-Diensten so nur so wird, wieso nennt man einen Planeten Freak, der anhört wie ein freier Hosting-Anbieter, auf dem man sich die PK-Folgen illegal herunterladen kann? Ja, genau. Ich sag ja, also das war, und vor allem im ersten Moment, als Ruffy das rausfindet, dachte ich erst, die hat so eine Spam-E-Mail gekriegt. Ja, oder hat irgendeine Datenbank entdeckt. Irgendwie sowas, genau, und dann oder so, geht so ein Pop-up auf, so, hey, jetzt 50 Euro einzahlen mit 150 Euro spielen, ja. Oh, ey, wenn das so ein Casino-Planet ist, dann kotze ich ja beim Strahl, ne? FreeCloud hört sich so ein bisschen nach Riser an. Ja,
Ja, mal gucken. Na. Gut, also was hast du? Ja gut, aber positiv. Was hast du Gutes? Kommen wir zu den positiven Sachen. Ich fand es positiv, dass man verschiedene Typen von Romulanern gesehen hat und auch die alten Frisuren mal mitbekommen hat. Also die sind nicht völlig in Vergessenheit geraten, man hat auch die alten Frisuren mal gesehen. Richtig, und ich habe bei Twitter ja noch geschrieben, Romulus hat endlich das Friseurhandwerk erfunden, aber es ist wahrscheinlich einfach eine Mode gewesen, was ganz Hippes. Okay, ja, habe ich auch gesehen, fand ich auch gut. Ja, ein paar Sachen, die erwähnt worden sind, gerade als dann Rios darüber gesprochen hat mit seinem Hologramm, für was Picard alles bekannt ist. Einmal Shoutout zum Q-Continuum, was auch dabei war. Vielleicht ist das ja auch eine Andeutung, dass Q vielleicht irgendwann doch nochmal dazukommt. Was war noch dabei? Ich fand es eigentlich schön, dass sie im Score die Next Generation Hymne immer mal wieder angeteasert haben. Das bringt so vielleicht ein klein wenig Gänsehaut mit rein, auch wenn es aufgesetzt in dem Moment wirken mag. Ich find's immer mal wieder schön dabei. Was noch? So kleine Sachen, wie dass die drei Musketiere wieder aufgetaucht sind, dass Picards Fechttalent mit wieder reingespielt hat in das ganze Thema, dass man verschiedene Hologramme hat, dass man sich nicht nur auf Männer verlässt, obwohl ich es etwas kritisch finde, dass man aus einer Frauensekte den einzigen Mann mit rausnimmt und nicht vielleicht eine Frau dabei hat. Da könnte man sich noch drüber unterhalten. Und insgesamt, ja, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Die sollen uns halt auch nur einfach mal zeigen, wie es weitergeht. Die letzten zwei Episoden haben ein bisschen gestallt und hätten eine Episode sein können. Trotzdem bin ich interessiert an der Story und an gewissen Elementen und finde es schön, dass sie viele kleine Cameos und viele kleine Rückblicke zu alten Star Trek-Serien mit reinbringen, so Shoutouts in das Ganze. Und das mag ich weiterhin und den Look und das insgesamt das Gefühl, auch wenn man über Kleinigkeiten reden kann und die kritisieren kann, finde ich Picard bisher nicht schlecht als Serie. Ja, ich finde es okay, taugt mich noch nicht um. Es könnte für mich wesentlich zügiger auf den Punkt kommen. Und sie verpassen es halt immer wieder, Überraschungsmomente zu setzen, finde ich. Und einer, und da können wir jetzt, bevor wir diese Folge dann beenden, noch kurz drüber sprechen. Ein völliger Unüberraschungsmoment war halt das Erscheinen von Seven of Nine. Es war halt so, okay, cool, jetzt kommt Seven. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr schade. Hätte man das geschafft, geheim zu halten oder es wenigstens in dieser Folge nicht im Vorspann schon genannt, dann wäre ich durchaus auch überrascht gewesen. So war ich so, ey, Seven, schade, leider keine Überraschung. Das stimmt. Ich habe mir den Vorspann, schaue ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr an, weil Amazon kann man das halt schön überspringen. Ich frage mich, ob man es bei CBS All Access auch überspringen kann und die deshalb das extra da mit reingenommen haben, obwohl sich echte Star Trek-Fans, zu denen ich jetzt scheinbar dann doch nicht mehr gehöre, wenn ich so ausspreche, das Intro wohl komplett ansehen werden. Ja, und im Marketing haben das halt deutlich gespoilert, um wahrscheinlich auch die Begeisterung für die Serie zu schüren. Ja, klar, das war ja schon klar, dass sie kommt, aber die Frage ist halt wann und das war halt jetzt dann überhaupt keine Überraschung, wie überhaupt ich im Nachhinein sagen muss, dass das Marketingmaterial sehr viel verrät. Also ich hatte es ja auch in meinem Recap geschrieben, dass Ruffy sich nochmal diese 5 Minuten, ich finde dich so doof und ich mache nicht mit, Szene nehmen muss, wobei du halt aus dem Trailer schon weißt, dass sie sowieso dabei ist. Nimmt halt vielen Dingen einfach so. Und jetzt weiß ich halt in der nächsten Folge, also ich weiß es nicht, aber ich vermute einfach mal, jetzt müssen wir in der nächsten Folge erst noch die Number One Riker Sache abhandeln und dann können wir vielleicht irgendwann mal anfangen mit der eigentlichen Geschichte, so nachdem wir dann 5 Folgen von 10 mit Build-Up vergeudet haben. Aber gut, just my 2 cents. Ich könnte mir vorstellen, dass sie zu Riker und Co. irgendwann nochmal flüchten, dass die vielleicht nicht in den nächsten Episoden vorkommen, sondern relativ am Ende, dass die in einer verzweifelten Situation irgendwo untertauchen müssen und deshalb die Hilfe eines alten Freundes in Anspruch nehmen möchten, der dann natürlich irgendwie Riker ist. Seven of Nine
könnte interessant werden. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mitbekommen, ob sie jetzt in vielen Episoden dabei sein wird. So tief bin ich gerade nicht drin. Ich weiß nur, dass Jerry Ryan ein Interview gegeben hat, dass sie doch in Panik verfallen ist, als sie angefangen hat, sie wieder zu spielen und das Skript zu lesen bekommen hat, weil sie hat die halt 4 Jahre gespielt und das ist jetzt so lange her, dass sie in dem Sinne gar nicht mehr wusste, in den Charakter reinzufinden, der ja auch, wo ja auch jetzt 20 Jahre zwischen sind, dass er zuletzt gesehen wurde und dass sie, ja, wie gesagt, einen kleinen Panikanfall hatte, als sie das dann irgendwie an ihrem ersten Drehtag oder beim Skript lesen dann bewusst geworden ist, oh Mann, ich muss das ja jetzt machen. Okay, vielleicht hätte jeder bei dem Skript einen Panikanfall gekriegt. Ihr wurde dann ein interessanter Tipp gegeben von, ich glaube, es war Michael Chabon, ich weiß nicht mehr, stand im Artikel drin, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Sie soll einfach so tun, wie Seven of Nine, die jemanden spielt, der versucht, menschlicher zu sein. Ah, das ja. Hat ihr dann geholfen, in den Charakter reinzukommen. Okay. Dann wissen wir auch das. Gut, ich glaube, das war sogar für unsere Verhältnisse sogar überlang heute. Hast du noch was? Aktuell glaube ich nicht. Wir haben über ein paar Details, glaube ich, nicht so ganz gesprochen. Ist jetzt auch nicht schlimm. Wir haben ja noch ein paar Episoden vor uns. Und sicherlich werden Dinge, die wir gerade besprochen haben, auch wieder sich als völlig andere Tatsachen entblößen. Ja. An dieser Stelle bleibt mir dann noch zu sagen, dass wir unser Gewinnspiel 3 Gewinner gezogen haben. Ihr bekommt jetzt die Tage eine E-Mail und dann brauchen wir eure Adresse und dann bekommt ihr also in Zusammenarbeit mit Elbenwald dann ein paar Star Wars Merchandise Geschichten, auch wenn wir eigentlich jetzt hier im Star Trek Podcast sind. Ja, dann würde ich sagen, Michael, vielen Dank und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und schreibt uns eine Review bei iTunes oder eine E-Mail an info@nerdizismus.de. Oder ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, uns eine WhatsApp oder Telegram oder Sprachnachricht schicken an die 0152 596 47709. Und in dieser Show hören wir uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin, hört doch mal auf unseren anderen Channels. Da gibt es zurzeit ganz viele Interviews mit Stars, die wir auf einer Comic-Con geführt haben. Und dann geht es auch ja schon bald wieder weiter mit The Walking Dead. Und wenn The Walking Dead rum ist, dann geht es auch schon wieder weiter mit Westworld. Und da freue ich mich ja wie ein Schnitzel drauf. Also, es wird nicht langweilig. Nein, es wird nicht langweilig. Wir werden so viel quatschen. Wir quatschen euch die Ohren blutig. Aber euch gefällt das ja. Uns gefällt es auch. Deswegen auch heute wieder vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau wie Jean.